Hallo, ich melde mich zurück mit einer Episode, wo sich alles um Super Smash Bros. Dreht. An dieser Smash Bros. Spezial-Episode gibt es drei Themen. Ich denke, ja, was Smash Bros. Beim Gaming-Café von euch zu sehen. Zweitens, ich war auf der Gamescom, was ich da so gesehen. Und drittens, Mili an Project M 10, allgemein Smash Bros. 10 alle zu bewusst, das nicht tot. Fängt mal einfach mal am Gaming Café an, und zwar feiert Videogames LU am Oktober den 3. Geburtstag. Und da das dann der Gaming Café vom 25. Oktober als Birthday Edition. Und unter anderem gibt es dann auch ein Smash Bros. Turnier vom neuen Smash Bros. Für den 3DS. Wir haben nach einer Sache geplant, was da alles für den Tag, also den 25. Oktober, für die Version geplant ist, das sieht ihr alles auf Videogames LU. Der Link ist unten in der Beschreibung. Kommen wir zu der Gamescom. Ich habe das gar nicht gefilmt, weil ich das geschützt einen Tag konnte gehen. Ich war ein bisschen blöd, das Zimmer gelaufen. Aber bon, und natürlich habe ich die neue Smash Bros. Getestet. Und das einfach für den 3DS und einfach für die Wii U auch. Und da sind mir dann so verschiedene Sachen abgefallen. Und eine Sache ist mir speziell abgefallen, weil wir sind dann überall so Matcher gelaufen. Ich habe ein bisschen so mehr Erfahrung mit dem Gameplay gemacht. Und, so. Und da ist mir abgefallen, dass Pikachu sein Donnerblitz durch sein Down B, also den Down Special, weil auch immer, die du sonst an den anderen Titeln immer noch just vorgekriegt hast, dass ihn an den Strahl geholt und dann als ihn halt Rob oder so an den Richtung geschleudert ging. An den Schmengen gesehen zu haben, dass auch ein Kerl oder pur mal so viel gekommen ist, dass der Gegner, den dann irgendwie oben war, nicht weggeschleudert ging, dass man das Rob gezogen ging, bis bei der Pikachu an der Frucht. Ich lehne mich nicht 100% fest, aber ich meine ziemlich sicher, das gesehen zu haben und das wäre schon extrem. Ich weiß nicht, wie soll ich sagen, das wäre extrem neu für die Serie, weil auch halt nicht immer kommen aus. Ich werde das mit der Smash die Eye zu denen, dass sie nicht auf die Welt kommen. Ich fand es doch vielleicht raufträgst, dass du dann einfach raufgeschaltet hast. Also, das war extrem komisch. Das war vielleicht auch ein Bug, weil ich den auch einen Mega-Bowser-Bug gesehen habe, wo es einfach so durchdrungen. Aber bon. Voilà, kommen wir noch ein bisschen speziell für dich auf dem 3DS. Und so habe ich im 3DS mit dem Bowser gespielt und die war erstaunlich schnell. Das ist wirklich ein guter Sinn von der Animation, dass du alles anders von ihm gemacht hast für den neuen Smash Bros. Das ist wirklich viel mehr schnell und es schenkt eine ultra weit Range zu machen, den Ugriff, so dass es wirklich so kippt. Und dann hat der Arm, die geht so noch ein bisschen verlängert, die Hitbox geht ein bisschen weit gemacht. Erstmal muss es viel kommen, dass es extrem weit Range wird. Was mir nicht so gefallen ist, dass das so an der Luft ein Down-Arm ist. Und als du am Ball, als du neu beikommst, dass da verschiedene Charakter so hochgesprungen sind, so einen Dive gemacht und das nicht stoppen kannst. Zum Beispiel Toon Link, Zeus und Samus, ich weiß nicht nachhin, egal, ihr wisst schon, was ich meine. Und das war auch so etwas. Das hat mir gut nicht gefallen. Aber sonst kann ich mich nicht merken, das war wirklich cool. Ich denke ziemlich stark zu sehen. Und ich bin gespannt, für den, was mir noch Luft zu holen, wann das Spiel raus ist. Dann habe ich einen Run auf der Wii U gespielt und dann habe ich einen anderen Charakter getestet. Dann habe ich dann das Night Zero Suit Samus probiert. Das habe ich auch gebufft, weil anscheinend zu schwach war Nintendo. Fuck, keine Ahnung. Dann habe ich dann ein bisschen getestet und da war dann sein Up B, also sein B Special Up, was auch immer. Das ist nämlich so mit dem Festhängen, so mit dem Zwischenschritt, so Rupkicken, was weiß ich. Dort ist also ein bisschen Kombo-Potenzial weggeholt gegen die ihn am Brawl und am Project M noch hört. Mir soll das alles erwischt, wie wir so sehen, Down Smash ist nochmal Stun, normal Neutral Bier so ist dann. Ich kann nicht zu viel testen, weil es war halt immer so ein Turnier im Match, ne? Ich kann nicht so viel testen, und ich muss schon irgendwie gucken, dass ich gewonnen. Wobei das nicht immer geklappt hat. Allgemein zu den zwei Versionen mal etwas. Und zwar spielt sich das Spiel um 3DS wirklich nicht gut, sagen wir mal so. Das ist ein bisschen, was zu erwarten, dass ich fand den D-Pad-Tisch, den so schön ist, den Stick, für sich, mit dem linken Daumen, den fand ich absolut nicht gut. Ich habe auch den Kid Icarus Uprising aufgelöst, das ist auch so, nervt mich extrem bei so schnellen Sachen, ich fand ihn einfach nicht gut. Und dann baut sie auch einfach ungewöhnt. Ich weiß nicht, wenn ich vielleicht ein bisschen mehr drüber gewinnt, geht das vielleicht mehr im Allgemeinen so, dass das kompetitiv sicher nicht auf Vorwärts kommen. Da wo wir lieber dann die Wii U-Version, weil es da einfach den Gamecube-Controller hat, hat sich alles normal gefehlt. Es war wirklich stark auf Ball erinnert, das ist normal. Wir haben aber ein bisschen mehr Speed drauf gemacht, für mehr Melee-like zu machen. So viel zu der Gamescom-Erfahrung von neuen Smash Bros. Ich
freue mich wirklich drauf, ob den 3. Oktober mal für den 3DS zu spielen. Wie gesagt, kommt dann der Gaming Café, da werden sicher ein Turnier gemacht gehen. Dann gucken wir mal, wie du den besten neuen Smasher hast. Also Smasher von Smash Bros. 4 oder Smash Bros. 4 3DS, so ich spiele. Coolen Titel. Bon. Und dann war ich auch mit Alzberg, eurem User von Videogame Salou. Da waren wir auf dem Turnier, was von einem Admin von Retrolux organisiert genannt. Das war bei sich daheim und bei einem Kollegen daheim. Die ist auch hier am Land. Das war ein bisschen ein kleines Turnier für den Media Project M. Und da habe ich natürlich ein bisschen gefilmt. Also viel Spaß. Okay, dann machen wir direkt schon Smash-Stimmung. Nämlich. Smash-Dokumentation. An der Ken sieht, he went Super Saiyan. Ja, kennen wir das noch? Ja. Ich werde es für mal sehen, nämlich. Den Job der Playlist. Sehr geil. Noch ein aufschließend Furz, also man muss viel gucken. Ich hoffe, dass du dich ein bisschen interessiert. Wenn du auch Smash Bros. Spielst, dann kommt drüber in den Gaming Café Lounge, weil Smash Bros. 10 ist ein bisschen um Ablehen im Allgemeinen. So. Auch hier im Land, wie wirklich pur stark Smasher auch an Gaming Café, wo ich viel kann lehren. Ja. Vielleicht, und dann, keine Ahnung, könnt ihr den Video delen, wenn du auch Smash
Fanboy seid, Fangirl seid. Und dann, wie gesagt, alle Informationen von der anderen Beschreibung innen, natürlich auch alle Daten von den nächsten Gaming Café. Kommt ruhig bis Lounge, bei mein Glas, und kommt unbedingt für die Geburtstag Lounge. Da werden noch ein paar coole Sachen kommen. Bis dann.